Und schon langt die Maridel kräftig hinunter. Die kann was schaffen, die Maridel. Das aufgeweichte Klopapier hat sie schon heraufgefischt und den dünneren Stuhl auch. Ich aufgefunden bei der Mülldeponie. Da darf aber jetzt niemand glauben, dass die Haube einfach so jemand weggeschmissen hat. Dafür ist sie viel zu wertvoll. Da haben sich ja nur so böse junge Menschen der Haube einen Streich gespielt. Und jetzt ist, sagen wir einmal, eine längere Pause in der Musik und einer steigt auf die Bühne, der gut Witze erzählen kann und der fesche Kerl, sagen wir, heißt Freddy, hat nun eine ausführliche Zeit, die Grete zu betrachten. Die Präsidentinnen von Werner Schwab. Unter der Regie von Markus Blattner. Die Premiere findet am 14. Juni am Reßnerhof in Oberhofen statt.